Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bruderschaft versuchen wird, technische Geräte aus dem Wrack fortzuschaffen und in ihrem Technologiezentrum zu lagern. Finden und sichern Sie die Absturzstelle, anschließend besetzen Sie das Technologiezentrum. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Command & Conquer Teil 3 Tiberian Sun. Unser Zug ist... Das hat nicht so funktioniert wie gedacht. Aber jedenfalls wissen wir, dass hier oben schon mal Geschütztürme sind. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Alles klar. Jetzt bauen wir erstmal hier eine kleine Basis auf. Bau abgeschlossen. Und wir müssen recht schnell mal schauen, wo was ist und wo wir uns vielleicht absichern sollten. Hier ist schon mal ein bisschen Tiberium. Hier bauen wir gleich mal eine Raffinerie. Mal 5 Grenadiere gleich. Ah, das ist schon mal eine Tiberium-Pflanze. Einheit bereit. Und da ist ein Name noch. Oh. Einheit bereit. Ein Bazooka-Infanterist, den sollte man nicht zu nah zum Titan lassen. Bei der ist nicht allzu stark gegen Bodeneinheiten. Besser an Infanteristen. Aber dafür gegen viele Strukturen oder auch Fahrzeuge der Bruderschaft von Nott. Die Raffinerie, den Sammler. Jetzt kann ich ja mal den sagen, dass hier ganz normal, das ist die ganz normale Tiberium-Pflanze, die es gibt in dem Spiel. Dann bauen wir gleich noch eins. Sehen wir da den Namen? Müsste eigentlich auftauchen. Ist hier unten auch noch eine Tiberium-Pflanze? Das wäre nämlich mehr als gut. Bei Erkunden können wir gerade recht wenig, weil wir nicht wirklich viele Einheiten haben. Wir brauchen jede Einheit, die hier, um unsere Basis momentan zu verteidigen. Nein. Zu wenig Geld. Vielleicht kann ich es ja später mal zeigen, wie diese Tiberium-Pflanze heißt. Alles klar. Und hier kommt nichts. Jetzt kriegen wir ein bisschen was an Geld rein. Ich hab's mir aber trotzdem ein bisschen zurück. Im Moment können wir unsere Titans und Werwölfe nicht reparieren.
Aber das kommt später noch, dass wir die reparieren können. Und da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen Not und GDI. Was ganz normale Einheiten reparieren angeht. Haben wir hier hinten irgendwas? Schaden machen sie schon, bloß dementsprechend empfindlich sind die auch gegen diese Raketenwerfer, unsere Titans. Hier, und wir können jetzt halt auch ein Radar bauen. Das werden wir auch recht schnell machen, sobald wir unsere Tiberium-Raffinerie haben. Gleich mal das Radar. Ah, nein. Wir brauchen erstmal ein Kraftwerk, ansonsten bringt uns das Radar nicht unbedingt viel. Was kostet denn das Radar? Müsste doch eigentlich hier stehen. Zeigt mir gerade nichts an. Und einen Sanitäter bauen wir gleich mal. Zu wenig Geld. Häuser. Sehen wir dann eh irgendwann mal die Namen. Wundert mich gerade, dass das nicht funktioniert. Weil es müsste eigentlich in kürzester Zeit anzeigen. Und übrigens der Titan hier, das wird noch einer unserer Lieblingseinheiten in der ganzen Kampagne. Weil den werden wir doch recht oft einsetzen. Karten, muss ich auch sagen, sind sehr schön gestaltet. Hier ist ein feindlicher Soldat. Ja. Müsste aber nein, wird er nicht schaffen. Dafür hat er einfach zu wenig Leben. Wenn die nur von hier vorne kommen, dann können wir ja nach und nach den Bereich mal absichern. Geht mir mal hier hoch. Geht mir auch nach oben. Nicht sterben. Hat nicht ganz auf mich gehört, dass ich ins Gras reißen soll, aber okay, dann bauen wir einen neuen. Und wir werden hier auch
ein paar neue Sachen von der Nord sehen. Zu wenig Geld. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter vor. Ah, hier ist noch ein bisschen blaues Tiberium. Übrigens, blaues Tiberium, ich glaube, ich habe es erwähnt, es ist explosiv. So heißen, wenn da Feuer ist beim blauen Tiberium, das dann, und es sind Einheiten in der Nähe, die können dann richtig Schaden nehmen. Jetzt können wir mal unsere Werkstatt bauen. Besser eine Waffenfabrik. Du gehst mir jetzt halt auch vor. Was haben wir denn hier hinten? Das hört sich nicht gut an. Irgendwas schießt da auf irgendjemanden. Ich glaube, wir haben schon was Neues gesehen. Aber abwarten. Das ist schon mal die neue Einheit der Nod, der Maulwurfpanzer. Sozusagen das Gegenstück von unserem Titan, hat zwei Modi. Er kann in so einer stationären Einheit wie hier gehen oder in den ganz normalen fahrenden Modus. Im Schaden müssten die beiden eigentlich recht gleich sein. Der Titan sowie der Maulwurfpanzer. Auch eine sehr gute Einheit, ein sehr guter Panzer. Und werden wir auch bestimmt das ein oder andere Mal hier in der TDI-Kampagne mal einsetzen und ihn halt auch mal demonstrieren. Zu wenig Geld. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Schon unterwegs. Ah, das trifft dich gut. Hier sind. Hier ist ein Geschütze. Ja, bitte. Alles klar. Cyborg zur Stelle. Aber die Einheiten sollten hier nicht wirklich weit kommen. Dafür sind wir zu gut verteidigt. Hier vorne zumindest schon mal. Ungerecht, war sogar ein Infanterist. Gehen wir mal ein bisschen weg. Vielleicht geht er ja dann. Der müsste jetzt halt hier runtergehen. Passt. Jetzt gehen wir auf diesen Laserturm schon mal. Jetzt können wir ja mal mit der Titanproduktion anfangen. So ein kleiner Nock-Vorposten ist das hier vorne. Und diese Brücke kann man reparieren. Wollen wir mal ein paar Geschütze hier hinten vielleicht aufstellen? Wäre vielleicht gar nicht so doof.
In Ordnung, Sir. Alles klar. Der wird schon mal beschädigt. Das ist schon mal sehr gut. Rüber. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Einheit bereit. Ja, bitte. Ja, bitte. So gut wie erledigt. Stehen unter schwerem Beschuss. Ein neuer Maulwurfpanzer, der ankommt. Zurück, weil das ist mir sonst zu gefährlich, weil wenn der schießt, dann haben wir schon jetzt Probleme. Geht mir hier noch ein Stück vor, dann das Tor bitte kaputt machen und der Rest geht vor. Und hier noch vor. Haben wir denn hier alles Schönes drinnen? Zerstören wir erstmal das Tor hier. Das geht uns bloß im Weg um. Und dieser Weg, das kann ich schon mal sagen, das ist der zweite Weg in die Nordbasis. Einer unserer Titans ist down. Doof. Ist die gegnerischen Maulwurfpanzer nicht unbedingt eine Chance gegen unsere Grenadiere, als auch unsere zwei Titans noch, die da sind. Ich würde sagen, wir können diese zwei Strukturen hier, die Kraftwerke und die Hand von Notma, einnehmen. Du gehst mir hier hin, du gehst mir auch hier hin. Dann zerstören wir mal die paar Geschütze hier hinten. Dann können wir das blaue Tiberium hier auch abernten. Und einen Sammler schickt man hier hin. Dann sollte man ein gutes Einkommen haben. Ich mache noch nicht wirklich Gruppen bei den Einheiten. Aber das werde ich auch im späteren Spiel machen. Einheit bereit. Erledigt. Motor an. Stehen unter schwerem Beschuss. In Ordnung, Sir. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Weil mehr können wir ja auch nicht bauen. Wir könnten vielleicht schauen, dass wir einen Geschützturm bauen. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mehr außer Einheiten. Cyborg. Alle auf den Cyborg bitte, weil der wird derzeit richtig Probleme verursachen. Erwarte Anweisung. Sir,
Nein, 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 du bleibst hier vorne. Hierhin. Ingenieur meldet sich. Kein Problem. Ingenieur meldet sich. Kein Problem. Einmal die Hand von Nott bitte einnehmen. Die sind eigentlich recht teuer. 500, glaube ich, kostet ein Ingenieur. Aber dafür sind die wirklich Gold wert. Außerdem wären der repariert verbrauchter Geld. Auch schon mal ein guter Vorteil für uns. Dann holst du mir das letzte Kraftwerk. Ein Bazooka-Infanterist können wir bauen. Das ist nicht schon mal nicht schlecht. Zu wenig Geld. Das pausieren wir mal, weil ich möchte jetzt halt erstmal die Sammler haben. Die wären mir jetzt halt wichtiger wie Bazooka-Infanteristen. Weil in Kanten so. Ich kann schon mal sagen. Ich glaube, alleine wird der nicht. Nein, nicht im Ansatz. Hier unten werden wir was finden. Und merkt euch das mal, was wir hier unten finden. Wird euch in der nächsten Mission vielleicht bekannt vorkommen. Du sammelst mir das Tiberium hier hinten mal. Und den haben alle drauf geschossen und einer geht weg. Und beide gehen weg. Super. Ja, jetzt geht er schon mal besser down, der Geschützturm. Weil wenn wir den Sammler hier hinschicken und der die ganze Zeit hier angegriffen wird, ist auch nicht gerade so gut. Weiter vor, weil dann kümmern wir uns um den letzten Geschützturm. Erledigt. Ja, hier. Erledigt. Motor an. Zu wenig Geld. Wie Sie befehlen. Einheit bereit. Einheit bereit. Jetzt kann man die Produktion wieder starten und einhalten. Ja.
holen wir uns auch gleich mal. Mach mal drei. Dann holen wir uns noch einige Grenadiere. Dann gehen wir hier runter. Euch lasse ich aber mal hier. Vielleicht wollen wir mal den zweiten Weg hier gehen. Aber das, was ich jetzt hier schon mal mache, ist vorgehen. Sozusagen hier hoch. Falls ihr die Not hier die Brücke reparieren will, macht sie auch gern. Runter mit dir bitte. In Ordnung, Sir. Verstanden. Um uns noch. Wird gebaut. Dann ein paar Werwölfe dazu. Ja. Und hier kommt schon der Engie. Wäre sogar praktisch, wenn die Not hier diese Brücke repariert. Und das tut sie auch. Dann kommen auch unsere Verstärkungen schneller hier an. Du gehst mir bitte jetzt hier hoch. Auch mal zwei Werwölfe noch schnell. Weil mit denen können wir dann gut hier diese Karte noch ein bisschen erkunden. Wir sehen ja schon eigentlich das meiste. Noch zwei von denen. Zu wenig Geld. Das sind fünf. Und dann bauen wir hier noch zwei Bazooka-Infanteristen. Bestätigt das. Bestätigt. Ich warte erst auf den nächsten Sunny. Gehst mir einfach mal ganz nach oben, damit wir hier ein bisschen mehr Informationen haben. Sogar praktisch, wenn die hochfahren. Dann haben wir viel, viel weniger Probleme. Nee, ich geb mir da schnell auf die hier. Hier sind die Haupteinheiten, die können wir schnell beseitigen. Ich mache mich nicht schwach. Werwölfe zum Erkunden sind nicht unbedingt die beste Idee. Einheit bereit. Sunny bereit. Bin unterwegs. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Runter hier bitte. Einheit bereit. Alles klar. Bauen wir nochmal fünf Titans. Und zwei Bazooka-Infanteristen. Ja, Sir. Runter mit euch. Ebenfalls. Einheit bereit.
gleichzeitig die Leuchttürme kaputt. Erwarte Anweisung. Hier runter. Ja, Sir. In Ordnung, Sir. Alles klar. Runter. Einheit bereit. Sir, alles klar. Verstanden. Ist hier hinten irgendwie was Interessantes? Alles klar. Zu wenig Geld. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Anscheinend nicht. Die auch einfach am Leben lassen? Mal schauen. Die tun wir mit vor. Jetzt schauen wir hier hoch. Vielleicht ist ja hier irgendwas Interessantes. Sturzstelle gesichert. Ziel erreicht. Empfange Nachricht. Sir, sieht aus, als hätten die den Laden hier schon säuberlich ausgestattet. Dort schafft die Artefakte bestimmt schon bald vor. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Einheit bereit. Okay. Luft hergestellt. Sir. Erledigt. Jetzt schauen wir noch hier schnell runter. Irgendwie was, wo man vielleicht auch noch hoch kann? Nein. Hier unten ist weiter nichts mehr. Dann schicken wir euch mal alle hier hinter. Ihr beide auch. Dann würde ich sagen, gehen wir von zwei Seiten. Versuchen wir durchzubrechen. Einmal hier und einmal hier drüben. Hm? Einheit bereit. Hier geht auch noch mal ein Weg hoch. Einheit bereit. Huh. Einheit bereit. Oh. Das wäre jetzt halt ungut, wenn die hier die Brücke zerstören. Weil es geht auch recht schnell, wie ihr hier dran seht. Und mit sowas kann man sehr schnell viele Einheiten verlieren. Gebt mir schon mal hier hoch. Das können wir ändern. Wie gesagt, hier jetzt ist er beschädigt. Jetzt hat er wieder volles Leben. Und hier ist noch blaues Tiberium. Hm. Könnte man eigentlich hier eine Raffinerie hinbauen, dass man hier das abernten können. Der Laserturm stärker? Anscheinend ist der Laserturm stärker wie. Ja, um einiges stärker wie unser Gatling-Geschütz. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, Sir. Au!
Au! Und jetzt setzen wir hier hin. Kann man gleich mal die Waffenfabrik zerstören. Weil die wird uns sonst noch... Da kommen sonst noch mehr Einheiten. Und ja, man kann mit den Titanen auch Einheiten einfach drüber gehen. Hinter wird dieser Geschützturm hier hinten noch ausgeschalten. Falls es euch interessiert, woher kriegt die Nod eigentlich ihre Ressourcen? Hier ist auch noch ein Tiberienfeld der Nod. Gebäude hier übernehmen. Und hier rein, bitte. Effizienz. Nicht unbedingt gut, aber besser. Wie die vorherige Mission.